Guten Tag, Herr van der Velde. Ja. Lass uns einfach das Interview hinter uns bringen, ja? Ich habe grundsätzlich keine Lust auf lästige Fragen von Reportern. Aber ich muss etwas klarstellen, deshalb spreche ich mit Ihnen. Doch bevor Sie irgendwas veröffentlichen, legen Sie bitte das Interview vor. Nicht, dass Sie meine Worte verdrehen. Hm? Ja, da können wir später gerne nochmal drüber sprechen. Aber Sie haben gerade gesagt, Sie möchten etwas klarstellen. Was denn? Der Titel meines Bildes. Der stimmt hinten und vorne nicht. Aber der Titel, der ist doch ganz einfach. Herr van der Velde hat Sie eine Kark und andere Segler bei auffrischendem Wind genannt. Nein, Sie kennen sich mit Kunstgeschichte nicht wirklich aus. Hm? Der Titel stammt nicht von van der Velde. Früher, also im 17. Jahrhundert. Da war es nicht üblich, dass die Maler selbst ihre Bilder benannt haben. Das sollte eigentlich bekannt sein. Ja, gut. Aber was stimmt denn jetzt nicht an Ihrem Titel? Die Kark ist, genau gesagt, eine Verkark. Und dann dieser unpräzise Begriff auffrischender Wind. Es geht aus meteorologischer Sicht, da geht sehr viel mehr ab, als dass nur der Wind auffrischt. Was Sie auf mir sehen, ist ein ziemlich starkes Gewitter. Wie es bei Sturmtiefs üblicherweise auf der Rückseite einer Kaltfront entsteht. Das hat mein Schöpfer sehr akkurat und detailgetreu gemalt. Die Schiffe links im Hintergrund sind schon erfasst vom Starkwind. Auf der Verkark im Vordergrund trefft die Mannschaft in Erwartung starker Böen die Segel. Man sieht ja schon die hellgraue Regenfront heranwandern. Also das heißt, sie müssten eigentlich heißen Verkark zu Beginn eines Gewitters. Auch das wäre nicht korrekt. Am Beginn eines Gewitters gibt es starken Aufwind in der Wolke. Die gewaltige Wolke hier ist schon weiter fortgeschritten, das sieht man doch. Wir haben hier herabstürzende Kaltluft im Kern des Gewitters. Dadurch entsteht der Starkwind am Boden und der bringt auch die mächtigen Regenschauer. Ja, aber wie sollte der Bildtitel denn jetzt eigentlich heißen? Natürlich, Verkark auf der Nordsee vor dem Böenkragen eines Gewitters im Reifestadium an einer Luftmassengrenze. Mhm. Ich habe das aufgenommen, ich kann das ja mal der Kuratorin vorspielen. Vielleicht hat sie ja Lust, diesen Titel zu ändern. Ja, wird doch Zeit, dass es geändert wird. Gut, jetzt mal zu was anderem. Also, mir gefällt die Dramatik auf Ihnen. Man sieht, wie die Mannschaft auf diesem winzigen Schiff in dem riesigen Ozean versucht, alles zu tun, um nicht unterzugehen. Die sind in riesiger Gefahr und das sieht man. Pappalapapp! Das ist erstens nicht der offene Ozean, sondern die Nordsee. Und zweitens sind die Menschen auf dem Boot nicht in Gefahr. So ein Sturm mit Gewitter, das ist für die Mannschaft doch reine Routine. Es ist zwar ein sehr kleines Schiff, aber es kommt mit der Situation gut zurecht. Genau das wollte van der Velde damit ausdrücken. Was meinen Sie damit genau? Für jeden halbwegs Interessierten an Kunstgeschichte sollte das klar sein. Van der Velde hat doch seine Bilder für den damals boomenden holländischen Kunstmarkt produziert. Und dabei musste er sich gegen die harte Konkurrenz aus vielen bedeutenden Künstlern durchsetzen. Und deshalb hat er auf etwas gesetzt, von dem er sicher sein konnte, dass es den Käufern gefällt. Was war das denn? Na, auf den Patriotismus. Der zog damals besonders gut bei den Niederländern. Die waren eine Weltmacht und stolz darauf. Und die Szene auf mir zeigt das Selbstbewusstsein einer Seefahrernation. Ganz nach dem Motto, wir schaffen auch das größte Unwetter, egal ob auf einem kleinen oder einem großen Schiff. Zu den Niederlanden in der Zeit kann ich Ihnen übrigens ein paar ausgezeichnete Fachbücher empfehlen. Ich schicke Ihnen die Titel. Ja. Jetzt zu meiner nächsten Frage. Für mich ist das Gespräch beendet. Lesen Sie erstmal die Bücher und dann können wir auf einem anderen Niveau miteinander weiterreden. Ja, werde ich machen. Ich werde die Bücher lesen, bitte, ich werde Sie versprechen, aber ich möchte jetzt Sie gerne noch mal wissen am Ende. Bitte stören Sie mich nicht. Nein, nein. Ich muss mich jetzt wieder meiner Forschung widmen und das war's für heute. Gut, ich verstehe. Hier ist nichts mehr zu holen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank für das Interview. Naja, wiedersehen. Und lesen Sie die Bücher? Nö.